Moin Moin! Willkommen Willkommen zu zurück zur Noma. weiteren Runde von Legion Day 2 im Ranglistenmodus. Ich habe jetzt aus Versehen Auszahlung bekommen, weil es geleckt hat, aber dann nehme ich das halt. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Eigentlich habe ich keinen Bock auf die Crab Lords, weil die nervig sind. Aber mit Jünger und Mana Ross ist es natürlich super stark. Da kann ich nicht drauf verzichten. Ich will mal wieder ein paar Rangpunkte kriegen hier. Deshalb starten wir hier mit dem Crab Lord. Also wenn wir jetzt noch Magier gekriegt hätten, das wäre OP, aber wir nehmen erstmal das, wie es ist. Ich gehe direkt den fünften Worker, ich mit der Auszahlung sonst nicht wirklich viel machen könnte. Der magische Schaden muss erstmal sitzen, das ist wichtig. Jetzt haben wir hier natürlich einen Split aufbauen. So früh wie möglich. Ihn mit Vampir ist natürlich auch stark. Überstunden stark, wenn wir noch pushen wollen. Müssen wir mal beobachten. Er hat noch gar nicht gesendet. Lass mich schauen, Seraphinen-Torwächter. Wir könnten auf 4 schicken. Mal was Kleines. Theoretisch. Aber weiß ich noch nicht. Ja, die Blut habe ich vorher gesehen. Das war vollkommen klar. Wenn die ganze Zeit gesammelt hat. Spawn raus. Kein Manta. Okay, Hexe nehmen wir mit. Bauen wir so auf. Da kann ich dann Vampir hier drauf machen. Die können sich auch mega hoch heilen mit ihrem finalen Form beispielsweise. Auch wenn ich nicht wirklich dazu kommen werde. Gehe ich mal von aus. Können ruhig noch eingehen. Ah, ist halt
Alter. Oberbild. Ja, die Seraphine ist schon ein bisschen angekratzt. Vielleicht kommt was durch. Mal sehen. Ja. Vier Dinger. Nehmen wir mit. Manoros nehme ich noch mit. Mein Punkt mit Regeneration. Dass sie sich wieder voll heilt. Weil das bisschen Schaden, das will ich lieber heilen. Manchmal kommt es dann drauf an. Das wollen wir nicht riskieren. Dann können wir doch irgendwo auch noch gehen. Wenn der Crablord nicht ganz so viel schafft, hier. Komm, beschwör! Ah. Mal gucken, was wir rauskriegen. Tut mir natürlich nicht schlecht. Ja, sehr gut. Sollen wir den hier upgraden? Der ist schon ordentlich tanky. So muss es sein. Ich werde wahrscheinlich den Vampir nehmen. Kriegen die Schnecke noch raus und zack. Die waren ganz schnell weg. Zack. Mit Blut und zwei Stück. Ich habe es gehalten. Aber ich muss jetzt nächste Runde den Berserker bauen im besten Fall. Weil der wird mir nächste Runde schicken, damit meine Crablords und meine Mana-Häuser nichts können. Und mein goldener Beschützer hat auch natürliche Verteidigung. Von daher machen wir Autosender an hier, damit ich nicht zu weit abfalle. Wir könnten auch den Jünger platzieren. Ja, wir stellen ihn schon mal hin. Soll's. Machen wir so. Okay, Teufelsfisch getauscht. Jetzt hat er die Torwächter aufgewertet. Ja, das halte ich durch den Jüngeren sehr schön. Ich will jetzt mal einen Turtle schicken und keine Echse. Ich sehe den Berserker schon mal, das ist gut. Jetzt kann ich weiter Worker pushen. Ja, wir warten lieber auf. Das ist die bessere Variante.
Mhm. Der Aufgewertete hält ganz schön viel aus. Seine Spawns auch. So, den können wir gerade so nicht aufwerten. Können den mal aufwerten. Stehe ich noch einen hin? Ja, bestellen wir noch einen hin. Nehmt die King Upgrades mit. Nehmt dann auch Dick Worker. Okay, mein Berserker ist schon tot. Das ging schnell. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel er gesammelt hat, aber das tut natürlich sehr weh. Schicken. Ne, rein die Schnecke. Ich nehme den zweiten mit. Blut kriege ich noch raus, das ist gut. Er hat Auto ausgemacht, da kann ich es auch machen. Bin sogar ganz oben mit dabei. Nur King Upgrades, okay. Heilige Herrscherin. Auf Welle 10. Okay, die ist schon nicht ohne. Wir warten. Okay, er scheint nicht zurückzukommen. Das sah mir auch sehr nach einem Rage Quit aus. Zum zweiten Mal geleakt hier. Sofort abhauen. Jetzt muss ich es alleine machen. Kacke. Ich nehme den Vampir natürlich mit. Der wird aufgewertet und der zweite. Zack. Schwierig. Lass ich mal hier schauen. Okay, einen Haufen Köter gebaut. Rumrummer. Doch Wüstenpilger und sowas gehabt. Für die Wave jetzt. Verstehe ich nicht. Okay, hier drüben sind Magic Waves. Ganz gut. Und bei mir muss es Aufprall oder Stich sein. Selber hat aber keinen Stichschaden. Deswegen wäre die 12 optimal und dann vielleicht so 14 oder so. Kanonier rein. Werten die auf. Da kann ich schon mal arbeiten. Mit. Wir probieren erstmal da und sonst gehen wir auf 15.
Ah, die Klone sind nervig. Müssen mehr Blöcke aufbauen. Okay, das geht durch. Das gerade so nicht. Wir sammeln und gehen auf 15 dann. Das ist mein Plan. Muss immer nur aufpassen, dass ich nicht zu hart pushe. Zu hart pushe, kann sein, dass ich verkacke und das sollten wir ja nicht. Oh, hier so was aufgebaut, okay. Geisterfisch. Aber den habe ich die Wüstenpilger genommen. Obwohl das könnte, eine große Yosora machen oder so. Und das Bild ist auch scheiße. Sind wir aber auch strong. Okay, ich muss links noch ein bisschen Frontline bauen. Wir werden die upgraden. Dann werde ich hier vorne noch ein bisschen was hinstellen. Weil die noch zu schwach sind, die halten das nicht. Wie man gesehen hat. Da brauche ich noch ein bisschen Tankpower. Okay, wir versuchen. Schaman und Voreis zu schicken. Krieg ich dann im Nachhinein rein. Boah, jetzt kriege ich noch rein. Ich weiß nicht, ob Frontline in dem Moment besser wäre. Weil der muss, die beiden müssen down. Der Vampir. Der braucht den Voreis schon. Kommt halt hier eine Schnecke mit. Okay, Doppelhexe und Nörmel mit. Wie sieht es hier drüben aus? Seeschlangen! Oh, mein Voreis ist tot. Okay, aber beide durch, super. Ich kämpfe noch. Da gibt es auch die Fresse. Das ist auch nicht geschafft, aber bei uns ist wesentlich weniger durchgekommen. War's das? Geil. Victory. Ein dicker Cent hat gereicht. Auf mich allein gestellt habe ich es noch geschafft. Krass. Das war eine weitere Legion. Lasst gerne ein Like, aber wenn ihr mehr sehen wollt, schaut doch gerne mehr andere Videos mit vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.